Sie hören immer wieder Systemintegration oder Onboarding. Und vielleicht sind Sie ehrlich, vielleicht fragen Sie sich, was ist das? Onboarding oder Systemintegration heißt nichts anderes als der Weg vom Vorvertrag zur Eröffnung mit dem Partner zu gehen, und zwar aus der Sicht und Blickwinkel des Franchise-Partners, wenn Sie die Eröffnung sehen, oder des Interessenten, wenn Sie den Weg zum Franchise-Vertrag sehen. Sie müssen also die Leistungen erbringen, die zunächst zum Vertrag führen und dann vom Vertrag zur Eröffnung führen. Was heißt das ganz konkret? Wenn Sie den Vorvertrag unterschrieben haben, beginnt Ihre Grundschulung. Grundschulung in den Finanzen, Grundschulung Recht, Grundschulung Marketing und Grundschulung, wie erstellt man einen Businessplan, wie geht man mit Banken um. Wenn Sie dieses in der Reihenfolge durchführen, werden Sie sehen, dass Sie viele, viele Interessenten, nämlich die, die Sie tatsächlich haben wollen, die also einen Vorvertrag unterschrieben haben, dann relativ leicht zum Franchise-Vertrag führen können. Was schiefgehen kann? Die Bonität des Partners passt nicht, er kann sein Umfeld nicht überzeugen. Darauf haben Sie relativ wenig Einfluss, denn ich gehe davon aus, dass Sie das Ihrige schon getan haben, um Umfeld und Banken zu überzeugen. Jetzt müssen Sie als nächstes in die Beratung wechseln. Sie müssen hingehen und ihn ganz konkret beim Standort beraten, ihm sagen, ob das ein guter, schlechter oder weniger schlechter ist. Und Sie müssen ihm den Businessplan einmal Korrektur lesen. Nein, Sie können keine Garantie übernehmen und das muss auch verstanden werden. Weder können Sie sagen, ob der Standort wirklich gut ist, noch können Sie sagen, ob der Businessplan stimmt. Aber Sie können ihn beraten, ob dieser Standort gut genug für Ihr System ist, ob er da Erfolg haben wird. Da müssen Sie immer ein bisschen aufpassen, dass Sie das so nicht aussagen. Auch die Zahlen, Sie können sagen, dieser Businessplan überzeugt. Sie können ihm nicht sagen, ob er diesen Businessplan erfüllen wird. Sie sehen, es kommt ganz stark auf den Beratungsansatz und auf das Wording an. Lassen Sie sich also nicht ins Boxhorn jagen, indem Sie viel hören, was Sie nicht machen dürfen. Lassen Sie sich lieber erklären, wie Sie es machen müssen, damit erstens Sie sicher sind als Franchisegeber und zweitens der Interessent ordentlich beraten und betreut ist auf dem Weg zum Franchisevertrag. Sobald der Franchisevertrag unterschrieben ist, geht es darum, den Standort tatsächlich zu bestücken. Machen Sie nicht den Fehler und tun Sie alles alleine, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie im Umfeld der Vertragsunterschrift Ihre Arbeit abgeben können an einen, der nichts anderes macht als die konkrete Standortentwicklung. Sie sehen, am Ende ist es relativ leicht, Onboarding oder Systemintegration zu betreiben. Sie erklären ihm das Marketing, Sie erklären ihm die Finanzen, Sie erklären ihm, wie er zum Standort kommt, Sie erklären ihm, wie er zum Businessplan kommt und Sie nehmen ihn in das System auf, sodass er ein Teil Ihrer Marke werden kann.